Hey Freunde, was geht ab? Wir sind heute mal wieder auf durchrasten.de. Das PS4-Gewinnspiel ist vorbei. Der Gewinner wird jetzt hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dich. Heute haben wir was ganz Besonderes. Ihr seht das da schon im Hintergrund. Also heute haben wir wirklich was so unfassbar Krasses. Bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran. Ihr seht hier ein riesiges Grundstück. Das ist wirklich, ich glaube, ich habe das mal so grob nachgezählt. Das müssten um die 30 verbundene Grundstücke sein. Das ist echt verdammt krass. Sowas passiert echt selten, weil da muss man sich echt mit vielen Leuten zusammentun. Oder halt Doppel-Accounts oder so haben, die halt einen Rang oder so haben. Aber das ist echt verdammt krass. Deswegen hab ich mich auch ein bisschen gewundert. Aber das Ding ist, das Grundstück an sich, darum geht's heute nicht, sondern um das Teil, und ihr seht das hier gerade schon, meine Sichtweite ist gerade ein bisschen zu niedrig eingestellt. Es ist ein riesiges, also ein wirklich ungelogen, übertrieben riesiges Grundstück. Es ist echt verdammt krass. Echt, ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Und das Ding ist, Freunde, dieses Grundstück wurde reported wegen Scam. Wir werden uns dem auch gleich annehmen und das Ganze mal, guckt euch das an, wie groß das ist. Es ist echt richtig krank. Ich würde sagen, wir senden dem Typen, dem das Ganze hier gehört, dem senden wir einfach mal eine TPA. The Real Goose Boy, ich würde sagen, da senden wir doch auf jeden Fall mal eine TPA. Ich bin echt gespannt, weil wie gesagt, das Grundstück wurde wegen Scamming reported. Bleibt deswegen auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil so ein Grundstück, da muss mehr hinterstecken. Das werden wir auf jeden Fall heute zusammen aufdecken. Denkt dran, bei 3000 Likes kommt morgen direkt das nächste Video. Das heißt, lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da und schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare dazu. Schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob das hier jetzt ein Scammer-Grundstück ist oder nicht. Wir senden jetzt auf jeden Fall eine TPA, The Real Goose Boy. Wir sind hier natürlich wieder undercover unterwegs. Das heißt, er kann uns nicht als Serverinhaber identifizieren. Wir sind hier, er hat schon direkt unsere TPA angenommen. Und das ist ja, das ist auch alles hier richtig cool bebaut. Ich stelle ihm einfach mal eine MSG. Der hat übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, Freunde, der hat vor 10 Minuten hat er Werbung gemacht, man könne hier Fallschirm springen. Das muss man noch dazu sagen. Das heißt, ich frage ihn jetzt einfach erstmal wegen Fallschirm. Er schreibt, hey, magst du eine Führung durch mein Flugzeug machen? Ach, er bietet uns sogar direkt an eine Führung. Ja, gerne, das nehmen wir doch direkt mal an. The Real Goose Boy, ja, gerne. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil wie gesagt, Freunde, bedenkt, das Grundstück wurde wegen Scamming reported. Ich bin echt gespannt, weil so ein Grundstück, das wird nicht einfach so reported. Ich bin echt gespannt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil einige, die schalten immer früher ab und dann das tut mir dann immer so leid, weil dann verpassen die quasi den Höhepunkt des Videos. Er schreibt mich, das freut mich, dann folgt mir mal. Das ist echt verdammt groß hier. Eure Meinung natürlich auch zu dem Flugzeug. Gerne in die Kommentare, Freunde. Ich denke mal, er schreibt gerade was. Kann ich ja ganz kurz was trinken. Wie gesagt, es ist echt verdammt krass. Und bedenkt, Freunde, das haben wir ja auch noch gar nicht. Das haben wir ja so auch noch gar nicht. Das habe ich ja noch gar nicht in Frage gestellt. Das gesamte Flugzeug muss erfarmt sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie ein Hacker ist und der Items dupliziert hat, aber darum geht es ja nicht. Das ganze Grundstück, das ganze Flugzeug, das muss erfarmt sein und es ist alles aus Eisen. Das ist echt verdammt krass, weil hier gibt es kein Game Mode oder so. Das muss der sich alles erfarmt haben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Hier kann man sitzen während des Flugs. Ja, das sehe ich, du. Die Tickets hier kosten 10.000 Euro. Hä? Aber das ist doch nur... Wieso kosten die denn 10.000 Euro? Alter, WTF. Ohne Scheiß. Ich bin immer noch ziemlich schockiert, muss ich sagen. Ich bin immer noch ziemlich schockiert, weil das hier echt verdammt groß ist, ne? Guckt euch das mal alles an. Alles rot, roter Boden und so. Und was ist hier? Ich denke mal, das sind die Toiletten. Das Ding ist, ich darf hier jetzt nicht einfach drauf gehen, weil das könnte man als normaler User auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Platten gehe und die benutze, dann könnte er was erahnen. Okay, jetzt sitzt er da auch drauf. Jetzt könnten wir nicht... Okay. Er hat hier sogar Toiletten, Alter. Es ist verdammt krass alles. Und was ist hier? Sieht aus wie so ein... Als wenn das so ein Entertainment-Raum wäre. Samsung steht hier.
Essen kann man auch hier. Ey, ohne Scheiß, es ist echt verdammt krass. Ich frage mich echt, wie viel Arbeit das war. Schätzt doch mal in den Kommentaren, wie viel Arbeit das war, das alles zu erfahren. Das muss ja gefühlt ein Jahr gedauert haben. Hier haben wir das Kino. Vor allem dieses Grundstück, das ist noch nie in Erscheinung gezogen. So ein großes Grundstück, das erscheint ja auch nicht einfach aus dem Nichts. Hier haben wir das Kino. Okay, hier ist ein Kino im Flugzeug. Alter, guckt euch mal an, wie groß alleine schon dieser Raum ist. Die meisten Häuser sind hier nicht so groß. Und er baut hier ein Flugzeug, wo einfach so ein Kino drin ist. Ey, es ist so krass. Und ich bin echt gespannt, ob der uns jetzt noch irgendwie scammen will oder so, ne? Das ist das Untergeschoss. Jetzt geht's nach oben. Hä, wo ist der hin? Ach, TP dich zu mir. Ich mach /TPA The Real Goose Boy. Ey, ohne Scheiß, es ist echt verdammt, verdammt, verdammt krass. Wie gesagt, eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich bin echt gespannt, was noch... Ach, hier ist das Cockpit. Ey, guckt euch das... Ey, ich glaube, hier ist es alles ein bisschen exklusiver. Business Class, First Class, okay. Hier ist das Cockpit, da darf nur ich rein. Oder welch? Da würde ich jetzt aber gerne mal reingehen, muss ich sagen. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so spektakulär aus, ne? Nee, das geht eigentlich. Ein Ticket hier kostet 1 Million Euro. Alter. Ich frage mich gerade, ob der das einfach nur so sagt oder ob er das wirklich meint. Küche, Zutritt nur für Personal. Und hier ist dann der Ausgang. Ey, es ist... Ich finde das so krass gerade, ne? Wie man einfach so ein großes Teil machen kann. Ey, ohne Scheiß, es ist echt verdammt krass. Jetzt bin ich allerdings gespannt, wie das hier jetzt... Also, bis jetzt habe ich jetzt noch keine Anzeichen entdeckt, dass er mich irgendwie scammen möchte oder so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer weiß, Freunde, ne? Falls du Hunger hast, kannst du hier was essen. Okay. Ey, ich bin immer noch verdammt, ja, geschockt ist so der falsche Ausdruck, aber beeindruckt bin ich einfach davon, dass Leute hier so ein riesen Ding einfach hinzimmern und das alles gefarmt ist. Ey, ohne Scheiß. Er schreibt anscheinend gerade, ich hätte da noch was schreibt. Oh, jetzt macht es aber spannend. Ich frag mal, was denn? Falls du es für dich behältst. Okay, jetzt wird's interessant. Was denn? Ey, das wirkt jetzt wieder richtig dubios. Ohne Scheiß. Du kannst bei mir exklusiv Fallschirm springen. Fallschirm springen? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich schreibe einfach mal cool. Fallschirm springen? Okay, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Der hatte nämlich am Anfang damit beworben, dass man hier Fallschirm springt. Du wärst der Zweite, der das machen darf. Okay, es scheint also tatsächlich sehr exklusiv zu sein. Cool, wie das. Komm rein. Okay. Und was soll ich jetzt machen? Das wirkt wieder so richtig hinterzimmermäßig hier. Ich hab schon wieder, gerade weil das, ihr müsst bedenken, das wurde wegen Scamming gemeldet, das Grundstück, ne? Jetzt müssen wir natürlich schauen. Was denkt ihr? Ja oder nein? Will er mich jetzt scammen oder nicht? Auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Ich hab grad ein bisschen Angst, muss ich sagen. Er schreibt anscheinend gerade wieder. Ey, ich bin echt gespannt. Ich bin echt verdammt gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Jetzt dürft ihr es nicht mehr verpassen. Hier ist auch eine Druckplatte. Okay. Wenn du auf die Druckplatte gehst, öffnet sich ein Lock und du kannst 40 Blöcke fliegen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da doch einfach mal direkt drauf. Und ja, wir gehen da jetzt einfach mal drauf. Was? Nein, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Alter. Er hat uns einfach gescammt. Und zwar auf eine Weise,
die ich so noch nie gesehen habe. WTF, er schreibt sogar, wie fliegt es sich so? Ey, der baut hier ein Riesenflugzeug hin, um Leute zu scammen. Ich glaube, es hackt. Das gibt's doch nicht. Wir geben jetzt auf jeden Fall Slashback ein und gucken uns das Ganze mal an. Alter, wie krass ist das bitteschön? Und sowas habe ich ja noch nie gesehen, so eine Falle. Ey, und jetzt baut er das da wieder auf. Den Typen werde ich auf jeden Fall bannen, Freunde. Das Flugzeug mache ich nicht kaputt. Das sieht einfach viel zu cool aus. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schaut beim durchrast.de-Server vorbei. Man sieht sich auf dem Server oder beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.